Hallo und herzlich willkommen bei Dead Age, Tag 12. Alien, ich muss dich warnen. Wir benötigen jetzt auch noch Wachen für das Camp, um Angriffe von Untoten abzuwehren. Lass uns in der Bar darüber reden, wenn du mehr wissen willst. Okay. Da die Bedrohung der Untoten zunimmt, habe ich noch eine dringende Aufgabe für dich. Erzähle ich dir gleich mehr davon. Trödel also nicht, mein Junge. In die Bar. Hank, Level up. So. Kampfskills. Der ist natürlich ein guter Sanitäter. Eng. Jamal, Sturmgewehr, Nahkampf. Alien, Pistole, Nahkampf. Techniker brauche ich. Eng. Techniker und okay. Job Skills. Handwerk Medizin. Handwerk ist Alien. Medizin Lydia. Jennifer geht auf Wachsamkeit. Und Hank geht auch auf Wachsamkeit, okay. So. Die Vermehrung der Untoten. 1 von 2. Töte Zombies des Typs Schlipsträgers. Schlipsträger. Im Gebiet Highway tagsüber. Zeitlimit noch 3 Tage. Moment. Mein anderer Auftrag ist ja noch gar nicht fertig. Material für den Funkturm. Ja. Das ist schon immer seltsam hier. Ich hatte 49 von 50 Material zusammen. Ein Material fehlte noch. Aber ich habe nur diesen Quest. Ja, mal gucken. Du wolltest mit mir über den Auftrag reden? Die Anzahl der Zombies wird immer größer, sodass die Bedrohung steigt. Du solltest einige Exemplare eines bestimmten Zombie-Typs erledigen, damit sie sich nicht zu einer größeren Gefahr entwickeln. Achte darauf, welche Zombies du eliminieren sollst. Schlipsträger. Du hast einen knappen Time-Limit von 2 Tagen zur Verfügung. Falls du die Aufgabe erledigt, sinkt die Bedrohungsstufe. Andernfalls steigt sie. Bedrohungsstufe. Was genau hat das für Konsequenzen, wenn die Bedrohung der Zombies ansteigt? Eine höhere Bedrohung der Untoten bedeutet gleichzeitig eine höhere Chance, dass das Camp angegriffen wird. Außerdem steigt die Anzahl der Zombies, die das Camp angreifen. Eine zu hohe Bedrohung kann dazu führen, dass die Wächter des Camps nicht mehr mit den Zombies fertig werden. Und den Rest kannst du dir dann ausmalen. Wächter. Wir können also Wächter für das Camp aufstellen? Bei den Jobs findest du die Wächter-Rubrik. Ein Wächter kann Einbrüche verhindern, aber auch Angriffe von Untoten und anderen Gesocks aufhalten. Wenn du unterwegs bist, solltest du einen oder mehrere Wächter aufstellen. Wenn du von einer Reise zurückkehrst, vergeht automatisch ein Tag und somit besteht eine Chance, dass das Camp angegriffen wird. Ohne Wachen kann das Böse enden.
Es bleibt deine Entscheidung, ob du die anderen Überlebenden als Wächter einträgst oder ihnen andere Aufgaben übergibst. Du kannst dich sogar selbst als Wächter eintragen, aber dann kannst du keine anderen Gebiete erkunden. Wie hast du Trish eigentlich kennengelernt? Es ist doch nicht lange her, vor einigen Tagen, als der Angriff an diesem Ort begann, suchten wir ein Versteck. Wir trafen uns hier zufällig mit anderen Flüchtlingen. Nur wenige haben bis heute überlebt. Das tut mir leid. Gibt es noch jemanden, der etwas mit dem Camp zu tun hat? Wir haben Kontakt zu einem Schmuggler, der hier öfters herumschleicht. Bei ihm kannst du Waren kaufen. Besuch ihn mal. Die anderen wurden gefressen oder sind bei Angriffen der Zombies panisch geflohen. Ich habe noch nie so etwas wie jetzt durchgemacht. Bis später. So, jetzt muss ich mal gucken. Vermehrung der Untoten. IW tagsüber. Schlipsträger, hier. Genau, hier ist der zweite. Funkturm-Quest. Das ist nicht schlimm. Wir müssen so oder so auf den Highway. Ein Werkzeug und 6 Schlipsträger. So, jetzt muss ich die Truppe zusammenstellen. Party. Leben 168, das ist nicht viel. Das ist verdammt wenig, ja. Ist das immer ärgerlich, ja. Und ich muss ja mit, sonst kann ich nicht reisen. Jetzt habe ich aber, jetzt könnte ich den, Lydia, Jennifer, einer fehlt. Alien, Lydia, Jennifer. Also den Hank, den muss ich mitnehmen. Eigentlich müsste ich hier bleiben. Ich müsste mich noch einen Tag regenerieren. Schlipsträger, noch 3 Tage. Das ist kein Problem, der Funkturm. Die Werkzeuge, die bekomme ich. Schlipsträger, 3 Tage. Vielleicht kann ich noch einmal übernachten, um Leben zu regenerieren. Shop. Ich kann da nichts kaufen. Ausrüstung. Ausrüstung. Jobs, medizinische Hilfe. Ich habe die Spritzen. Muss sie ablegen. Sanitäterspritze. Hank. Hank hat als Sanitäter einen guten Kampfskill. Also bekommt Hank die Sanitäterspritze. Aber die habe ich doch mal kombiniert. Das müssen doch jetzt mehrere sein. So, 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 so.
So, da haben wir nichts mehr. Ausrüstung, Gewehrmunition. Gewehrmunition, wer hat ein Gewehr? 16 Schuss. Hat Jamal noch? Kann ich kombinieren? Alien. Geht nicht. Ne, nur Jamal. Er hat jetzt 16, wenn ich die drei kombiniere, hat er 19, genau. Und da sind noch mal 30. Lederstücke, Stahl, Patroneninseln, Waffenaufrüstung. Wenn ich jetzt noch eine Uzi machen könnte. Aber da brauche ich ja. Zehn Werkzeug. Zwölf Material brauche ich dafür. Kann ich nicht. Also hat sich erledigt. Jetzt kann ich nur die Party zusammenstellen. Wer bleibt jetzt hier? So, wer macht... Wer geht auf die Jagd? Einer geht auf die Jagd. Und einer hält Wache. Also ich muss mit. Henk muss mit. Jennifer kann... Jamal macht... Jamal geht auf die Jagd. Jamal. Mal Jennifer. Das kann Lydia. Lydia. Survival oder Wachsamkeit. Lydia hat mehr Leben, also macht... Henk kommt in die Party. So, jetzt habe ich in der Party Helien, Jennifer und Henk. Henk hat die Spritze. Ah, der hat mich gewarnt vor der Zombie-Bedrohung. Jetzt habe ich Lydia nur als Wächterin. Die hat Wachsamkeit 2, das ist nicht viel. Die hat Wachsamkeit 2. Soll ich es riskieren? Aber wenn ich zwei Wachen aufstellen, dann kann Jamal nicht jagen gehen. Und wir haben 14 Nahrung. Das ist auch nicht so viel.